Hallöchen, ich grüße euch total recht herzlich. Na, seid ihr heute Nacht auch wach gewesen? Ja, es hat ganz schön geregnet, oder? Ja. So, ich begrüße euch auf den 19.06., 20.06. im Jahre 2021. Und dieses Video ist an alle gewidmet, die zwischen 15 und 25 uns täglich hier etwas erzählen. Ich begrüße alle TikToker, die besonders uns schöne Sachen machen. Das geht noch, tolle Musik. So, TikTok, Snapchat, Facebook, wow. 15 Jahre, 25 Jahre und sie erzählen uns. Das Beste, deswegen mache ich das Video, das Beste war jetzt hier die Titanic. So, die Titanic ist gesunken. Die Titanic hatte einen Brand vorne im Bug auf der rechten Seite. Und dadurch war das Eis ein bisschen dünner. Während der Fahrt wurde dieses Feuer gelöscht. So, die Schottenabdichtungen, die dieses Schiff als erstes hatte. Schottenabdichtung ist, wenn Wasser eindringt, fährt ein Schott hoch. Nur die fuhren nicht bis oben. Also die haben den nicht abgeschlossen. Somit füllte sich das Wasser und ging dann immer mehr. Und dann ging das Gute unter. Wie komme ich da drauf? So, es war die Titanic und es war kein anderes Schiff. So, und die Titanic wurde auch nicht extra versenkt mit so vielen Menschen, sondern es waren viele Fehler. Nicht nur, dass das Feuer vorne ausgebrochen, das Eisen dadurch etwas schwächer und es waren ja Nieten und diese Nieten brachen, wie es auf diesen Eisblock schräg aufgesetzt, wie so ein Dosenöffner und so weiter. Und dann lief alles voll. Woher weiß ich das? Ganz einfach, ein weltberühmter ging mal mit seinem Tauchboot dorthin und hat es kontrolliert und er hat auch einen Film darüber gemacht. Er hatte den Auftrag, ist sehr gut bezahlt worden. Er ist also mit seinem Tauchboot spielfilmmäßig, er hat das also gut verpackt und uns dann gezeigt, ist er zur Titanic runter und hatte den Auftrag, die Propeller zu untersuchen. Das hat er auch gemacht. Ja, die Propeller hinten wurden halt freigeschaufelt und dann konnte man die Nummer erkennen. Schiffe haben Registriernummern und an denen kann man feststellen, welches Schiff da gerade gesunken oder vor einem steht. So, das ist vollzogen worden und man hat festgestellt, dass die Nummern halt identisch sind. Gut, jetzt kann man natürlich weitermachen, dass vorher diese Propeller mit dieser Registriernummer im Trockendock doch gewechselt worden wären, von dem einen Schiff an das andere Schiff, okay. Das hätten aber irgendwelche Menschen wissen müssen, die das hätten vollzogen. Alle halten niemals dicht. Erst recht nicht, wenn ein Schiff untergeht, was so viele Menschen mit sich genommen hat. So, warum ich das jetzt hier gemacht habe, ist, weil mir auffällt, dass junge Menschen zwischen 10 und 30 uns eine Geschichte erklären wollen, die sie noch nie in ihrer Form erlebt haben. So. Wir beide über 60, 70, 80, 90 Jahre alte Leute, ich wurde ausgebildet, wie ich 10, 20 war, von Menschen, die 40, 60 Jahre älter waren wie ich und mir dann vieles erklärt haben. So, sie haben mir das ganz normal erklärt. Ich habe auch Studienleute gehabt, die mir das erklärt haben. Ich habe auch Politiker gehabt, die mir das erklärt haben, als junger Mensch. Und deswegen mache ich jetzt das Video, was heute abgeht mit diesem guten Stück hier mit TikTok, Snapchat und alles. Na? Man erklärt uns da irgendwelche Sachen auf dem Mars, das war's. Ja? Irgendwelche Außerirdische, irgendwelche UFO-Rechts... Also, dieses Video hat einen Sinn. Wir schreiben das Jahr 2021 und wir leben in einer elektronischen Zeit, wo wir wirklich elektronisch manipuliert werden. So ein Typ wie ich jetzt hier, Ü60, der seine 62 vollzogen, 63 jetzt lebt, 63 Jahre. In diesen 63 Jahren über 40 Jahre Verantwortung tragen musste. Das große Glück hatte in diesen 40 Jahren Arbeit,
30 Jahre bei Karstadt seine Verantwortung geführt zu haben. Und auch in seinem Restbereich, auch jetzt hier vor Ort, über 10 Jahre seine Verantwortung vollzogen und vielen Menschen geholfen. Und dieses Video ist jetzt entstanden durch Zufall, weil wir in einer Zeit der Manipulation leben. Ich hatte gerade hier eine Ursache bekommen und ich schaute mir das an. Von 2014 bis 2021 sind da so 2.500 kW gelaufen. Von 2014 bis 2021 sind 2.000 kW gelaufen. Stromleiste. So, jetzt kommt eine Rechnung. Total überhöht. Von 14.000 kW Leistung. So, eine geeichte Uhr an der Wand, die tagtäglich nachvollzieht, was wir machen. Das hier ist eine kW Leistung, weil ich ja jetzt Licht anhabe, die Kamera anhabe, wird draußen die kW Leistung gezogen und dafür muss ich dann Ende des Monats oder Ende des Jahres meinen Strompreis bezahlen. So, die Uhr, die jetzt mitläuft, diesen Strom kW berechnet. Ich weiß nicht, wie lange das Video wird und ich weiß nicht, wie lange ich die Stromleistung jetzt benutze, um dieses Video machen zu können. Jedenfalls diese kW-Leistung wird genutzt, um dieses Video zu machen und dafür muss ich bezahlen. Also ich bringe Geld mit. Jeder von euch bringt Geld mit. So. Und wenn man dann hier die neuartigen Nachrichten so liest, das ist ein Tsunami kommt. Also ein Tsunami kann nicht kommen, jedenfalls nicht in Nordrhein-Westfalen, das ist schon mal klar. Aber nein, man erzählt uns ein, dass hier ein Tsunami käme. So, wir haben um 1 Uhr nachts alle Mann Smalltalk, die das Video sehen und wissen, wen ich jetzt meine, war lustig. Wir haben uns gegenseitig unsere Unwetter-Videos zugeschickt. Bei mir war Wetterleuchten und Starkregen, bei euch hat es richtig gekracht. Mönchengladbach, Münster, Recklinghausen, da war ja richtig was los. So, in Berlin ist richtig was los zurzeit, also auch Räumungen, wie 1920 circa, war auch Berlin versumpft. Wann ist Berlin mal nicht versumpft? Berlin ist aber auch eine eigenständige Geschichte, ist auch ein eigenständiges Land, das Ganze, und auch eine eigenständige Hauptstadt, Berlin. Und wenn man sich das alles ansieht, ich sitze hier in Nordrhein-Westfalen, in einer Landesregion Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. Düsseldorf hat sein Parlament, hat seinen Minister, der für uns hier zuständig ist. Wir haben unseren Bürgermeister, der für uns zuständig ist. Und ich habe mit allem zu tun. Das ist mein Beruf. Mein Beruf ist, das zu erledigen, was diese Herrschaften benötigen. Ob das Staatsanwälte sind, Rechtsanwälte sind, Ärzte sind, Bürgermeister und Künstler. Gut, Künstler im Moment aus allen Sparten, da ist nicht allzu viel. Ich hatte da einige auch, aber durch Corona ist das ja aufgelöst. Also Künstler bringen mir zwar alles und haben ja auch alles auf den Tisch gelegt, aber es läuft ja nicht. Kinos sind jetzt angelaufen, aber die Preise sind so hoch, dass man keine Lust hat, mehr ins Kino zu gehen. Was ich natürlich verstehe, dass die Preise so dermaßen angezogen, aber ich zahle ja für alles Mögliche, bis zu 35% mehr wie vorher. Ja. So, mir persönlich ist aufgefallen, dass total normale Menschen, die wirklich total normal sind, auch studiert haben und wirklich tatsächlich eine Normalität ausüben und in einer Normalität verweilen, dass diese Menschen natürlich nicht oder gar keine Beachtung finden. Ist mir halt aufgefallen. So, da ich mir aber den Quatsch hier jetzt so oft habe anhören müssen, ja, dass nicht die Titanic, sondern was anderes, und die Person ist 15 Jahre alt und die andere Person war 25, irgendwann reicht es mir. Es reicht mir, von einem 15, 25 oder auch 35-Jährigen zu hören, wie man Geld macht, wie man reich wird. Ja. So, seid mir nicht böse, aber Geld machen, reich werden, das geht alles nicht, außer du bist korrupt, bist ein Gangster, bist nicht ehrlich. So, ich
Ich habe mir gerade auch angesehen, eine Frau, die noch nie gearbeitet hat, aber im Geld schwimmt. So, diese Frau bietet sich an, an sehr reiche Menschen, Männer. So, und diese sehr reichen Männer nehmen diese Frau, weil diese Frau ist willig, macht auch alles und gibt auch gerne das Geld aus. So, die Frau schwimmt im Geld, ist also reich, wird uns ständig auch gezeigt. Eine normale Frau, die verdammt gut aussieht, und die sieht man nicht. Also nur extrem. Dieses Video klärt jetzt ein bisschen auf. Wir leben in einer total extremen Zeit, in einer Extremität. Ohne das geht das alles gar nicht. Normale Menschen seht ihr nicht, wollt ihr nicht sehen, und die sind uninteressant. Die kann man, ja, die sind uninteressant. Menschen, die irgendwelchen Blödsinn machen, irgendwelche Storys erfinden, über irgendwas klug daherreden, wow, die feiert ihr. Ja, die feiert ihr. Die sind für euch die Lumizenz dessen, was da im Leben. Oh, die Titanic war das gar nicht. Das war das Schwesterschiff. Nee, es war die Titanic. Es ist bewiesen. Weil der Auftrag war erteilt, weil diese Groteske hätte sein können. Nun, man kann es immer noch nicht ausschließen, weil der Propeller, der die Registriernummer hat, damit man weiß, welches Schiff da fährt, halt ist, wie sie ist. Natürlich hätte man die vorher im Trockendock auswechseln können, dann wäre das eine Schiff, das andere Schiff etc. Aber lange Rede, kurzer Sinn, man ist runtergetaucht, man hat das gezeigt, man hat also kontrolliert und festgestellt, dass auch der sogenannte Safe, dieser ominöse Safe, wo der ominöse Diamant drin gewesen sein soll, dass dieser Safe auch nicht da war. So, weil die Räumlichkeiten, wer also die Filmaufnahmen kennt, die Originalfilmaufnahmen kennt, wie dann an dem Tag dort getaucht wurde, um festzustellen, ob die Titanic oder das Schwesterschiff dort untergegangen wäre, was an sich egal ist, weil Menschen sind gestorben. So, Fakt ist und Fakt bleibt, dass vorne im Bug, rechte Seite, ein Feuer ausgebrochen, und dieses Feuer sehr stark und das Eisen sich ein bisschen verformt, und da die ja mit Nieten Blechteile, ist wohl das passiert, was passiert ist. Lange Rede, kurzer Sinn, die Titanic hat den gerammt und hat einen sehr langen Schlitz verursacht, und durch das weiche Eisen, was da aufgebröselt wurde und die Schotten, die innen drin eingearbeitet, das Wasser nicht wirklich tatsächlich festgehalten, sondern oben drüber gelaufen, ist es halt so geschehen. So, so dargeboten, nicht nur in diesem Film, auch in langen Recherchen, die die Leute da durchgeführt haben, macht es einen Sinn. So, und dass ich jetzt reagiert habe in diesem Video, weil 15-Jährige und 25-Jährige mir das hier erklären wollen, ist das schon krass. Also wie gesagt, ich recherchiere gerne und ich recherchiere in Ruhe. So, so wie jetzt auch. Ich habe viele Sachen aufgedeckt in den ganzen 40 Jahren Beruf, und irgendwann hat man keine Interessen mehr. Okay, jetzt Ü60. Ich habe auch gesagt, mit 65 werde ich sicherlich feiern und aussteigen und dann vielleicht wirklich alles bis zum 70. weg, weil braucht man es? Nein. Braucht man eine Aufklärung? Nein, weil ihr wollt nicht aufgeklärt werden, weil ihr wisst alles besser. Wir leben in einer Zeit, wo ihr mit 15, 25 mir den Ersten Weltkrieg erklären wollt. Ja? Also ihr wollt mir etwas erklären, eine Weltgeschichte erklären, die ihr so gar nicht im Zenit habt, wie einer, der 80, 90 ist, also dabei war, oder einer wie meiner, einer, der über 60 auf die 70 jetzt zuschwimmt, von diesen Älteren damals, wie die jünger waren und ich jung war. Ich habe das also über 60 Jahre mir angelesen, angehört, ich bin sogar vor Ort gewesen mit, hat sich so ergeben, und beruflich habe ich so viel erfahren, auch juristische Erfahrung, was wirklich tatsächlich
So wirklich, tatsächlich leben wir in einer Zeit, besonders jetzt im Jahre 2021, wo Corona plötzlich viel schlimmer ist wie im Jahre 2020. Auch das fällt euch nicht auf. So, ich habe mir wirklich diese fetten 12 Monate, jetzt mittlerweile 14, fast 15 Monate mal gegönnt. Ich habe mir 15 Monate gegönnt, um zu recherchieren. Ich habe mir alles senden lassen. Jetzt drücke ich hier nicht drauf, weil die Stimme möchte ich jetzt nicht aufs Band. Hört sich auch gut an. Ist ja kein Band, ist ja ein Chip. Wie dieser Chip funktioniert, auf der Basis wie E-Proms, die sich füllen und nachher wieder leeren durch Induktionsstrom. Aber egal. So, wir leben in einer Zeit der Kommunikation. Nur kommunizieren wir per Funk, Fern oder hier mit so etwas. Und es wird dann aus dem Konsens gerissen, das Ganze. Das, was ich jetzt hier auf den Weg gebracht habe, weiß ich gar nicht, wer das aufnimmt und dann eruiert und für sich nutzt, weiß ich nicht. So, ich weiß nur, dass wir in einer verklärten Zeit leben, wo alles verklärt wird und wir halt mit fehlerhaften Informationen zugedeckt werden. So, ich habe durch Zufall TikTok rauf und runter, eine junge Dame hat dann sich auch wieder aufgeregt, weil eine ältere Dame, die zweimal geimpft in den Laden ohne Mund- und Nasenschutz und dann den Zampano gemacht. So, diese junge Dame hatte aber den Auftrag, keinen reinzulassen ohne. So, eine Ausnahme gibt es nicht. Und dann fängt das an. So, sie hat sich dann vor der laufenden Kamera echauffiert und hat dann losgelegt, dass die ältere Dame. So. Und eure Kommentare, es sei wie bei Patienten, Kassenpatienten, die reagieren so und private Patienten reagieren so. Ist so. Nur keiner von euch ist wirklich tatsächlich gesund. Keiner. Punkt. Wie gesagt, ich habe hier immer was zu tun, deswegen piept es auch immer. Ich hatte das große Glück am 19.06. Der 19.06. ist mein Tag, 24 Stunden, die habe ich genossen. Dass das Telefon bei den Dreharbeiten sozusagen, die ich da gemacht habe, mal nicht. Ihr merkt jetzt, heute ist der 20.06. und ich wollte einfach mal auf dieses TikTok, Snapchat und Facebook mal eingehen. So, okay, ich habe hier an alle, meine sehr verehrten Damen und Herren, jeder von euch wird irgendwo irgendwie geärgert, abgezockt oder fehlinformiert oder wird durch Fehlverhalten anderer in seinem Verhalten gestört. Das ist so, das wird sich wohl nie ändern. So, jetzt hier im Moment habe ich wieder eine Pressur, weil morgen ist ja wieder Alltag. Es geht da mal wieder um Anbieter. So, die Anbieter zum Beispiel Strom. Mit Strom wird ja vieles gemacht, deswegen bin ich darauf eingegangen, dass das hier kW kostet. 1-2 kW werde ich jetzt wohl sicherlich verbrauchen, indem ich diesen Videoclip on air stelle. So, ich denke mir auch sicherlich etwas auf, was natürlich auch geprüft wird. Und wenn die das geprüft haben, seht ihr das. So, und wenn die Prüfung negativ war, seht ihr es nicht. Dann wisst ihr auch gar nicht, worum es gegangen ist. Das ist die Wahrheit. So, mir ist halt aufgefallen, wer am dümmsten ist, bekommt wirklich das meiste Geld und die, die Verstand haben, müssen dadurch, dass sie wohl die Ärmsten sind und bleiben. Sie müssen immer kämpfen, sie müssen immer, ja, geht nicht anders, kämpfen. Also die, ich meine, die Frauen, die verstehen nicht zu arbeiten, sondern ihre körperlichen Reize einsetzen, einem Mann oder auch einer Frau, die so viel Geld hat, Millionen, Milliarden, denen da ein bisschen was zu nehmen. Bei Bill Gates kann er mitreden, der hat jetzt auch seine Hälfte verloren. Er musste 75 Milliarden seiner Frau geben. 150 Milliarden hatten beide zusammen. So sieht's aus. 75 Milliarden geschieden, gewisses Alter, um die 50. Geiles Leben, oder? Geiles Leben. Gut. Mir wäre lieber, ich wäre jetzt 18, hätte 18 Millionen,
Ich kann euch jetzt sagen, wenn ich jetzt 18 wäre, mit 18 Millionen, hätte ich sicherlich irgendetwas und nicht das, was ich jetzt habe. Ne? Ja. Aber ich habe über 62 Jahre Beruf, Leben und Weisheit an Erfahrung. Wirklich über. Und ich habe ja nicht nur diese elektronische Welt. Ich meine, ich hätte es jetzt ignorieren können, aber diese Person ist wichtiger wie jetzt das, weil ich gar nicht weiß, wer sich das anschaut. Es geht mir darum, dass ihr etwas verbreitet per Video, was so nicht stimmt. Und mir ist aufgefallen, die das verbreiten, ja, ich bin um 1 Uhr wach und habe gesagt, weißt du, was, nehmen wir das auf? Ich bin um 1 Uhr wach und durch diese Kommunikation habe ich festgestellt, dass einige um 1 Uhr morgens am 20.06.2021 wach waren und wir haben es ausgetauscht mit unseren Gewitterfilmchen. Ich kann mal eben ein Gewitterfilmchen. Nee, kann ich jetzt nicht. Ich kann euch höchstens die Berliner erzählen. Mal gucken, was der Berliner sagt. Danke für das schöne Video. Jo. Straßen sind wie leer gefegt. Und bei uns hat das heute Nacht auch so geregnet. Seht ihr? Also in Berlin war das ja auch. Seht ihr? Aber er sprach ganz normal. Bei uns hat es auch geregnet. Also von einem Tornado, Unwetter, von Verwüstungen war nicht die Rede. Aber darum geht es mir. Das gute Stück. Deswegen mache ich wirklich das Video. Wir haben 20 Grad und es wird mir Regen angezeigt. Jetzt gucke ich mal, was das zu bedeuten hat. Also heute um 7 Uhr Sonne und Regen. Also erstens Sonne ja, Regen nein. Wir hatten hier weit und breit keinen Regen. Ja, um 7 Uhr. Ja, so. 7% haben wir auch nicht. Wir haben 27 Grad und das stimmt. So, morgen soll nur regnen, bin gespannt. Also morgen am 21.06. soll nur regnen und dann sollen wir angeblich nur noch 22 Grad haben. Werden wir merken. Ja, Dienstag auch, also Montag und Dienstag nur Regen ohne Ende. Und am Freitag, Samstag, wo dieser Monat dann sich sozusagen in den Juli so langsam verzieht, angeblich auch. Und dann sollen wir immer noch zwischen 20 und 21 Grad haben. So, um 10 Uhr haben wir 22 Grad, um 11 Uhr immer noch. Um 12 Uhr haben wir dann 24 Grad, um 1 Uhr auch noch. Und ab 14 Uhr haben wir 25 Grad. Noch einmal, ich habe hier so ein Thermometer drin. Wir haben jetzt 22 Grad. Ja, ich habe gerade vorher, bevor ich angefangen habe mit dieser Kamera zu arbeiten, 20 Grad und ihr konntet Regen sehen, richtig? So, jetzt habe ich drauf gedrückt, habe ein Update gemacht. Jetzt haben wir 22 Grad und normal, also weder Sonne, weder Dings und da draußen. Ich habe euch gezeigt, wie die Wahrheit ist, kann ich mal eben machen. Aber habe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr irgendwo, muss man gucken. Ja, ich habe schon gelöscht. Aber wirklich tolles Wetter und das schon seit 7 Uhr. Okay. Wir haben eine digitale Zeit. Wir leben digital. Wir nutzen digital. Mir fällt aber auf, weil das mein Beruf ist, mein Berufszweig, auch Maschinen. Wir haben uns auch gerade über Win 11 unterhalten. Wir haben uns über die Abstürze unterhalten. Nichts ging mehr. Wir mussten viele Computer wieder hochfahren, aus welchem Grund auch immer. Wegen den Updates, die da momentan auf uns zurollen. So, wir haben heute den 20.06., circa 25.06., circa 1. Juli 2021, werdet ihr alle irgendwie Win 11 so langsam besitzen oder ihr werdet Win 11 aufgespielt haben und Win 11 sieht fast so aus wie ein Apple. Wie kommt das? Weil Apple und Win und Apple mittlerweile eins geworden, aus welchem Grund auch immer. So, Bill Gates hat seinen Win verloren, hat seinen Aufsichtsrat verloren, der hat nicht nur das verloren, hat also die Schlammschlacht jetzt mit seiner Ehefrau, die halt die Hälfte des Vermögens haben will.
So, das ist die Welt der richtig Reichen. Für die Welt der richtig Reichen, wo Frauen nicht arbeiten, sondern ihren Körper da hinlegen und abkassieren und dann den Nächsten und den Nächsten. So, und dann auch ihre Geschenke bekommen, nicht kleine, sondern richtig fette, vom Ferrari angefangen. So, wir haben drei verschiedene Welten. Ich lebe in einer völlig normalen Welt. An sich dürfte ich solche Videos gar nicht machen, weil ich vollkommen normal bin. Dann gibt es die extreme Welt, die macht, und da applaudiert ihr, ihr seid regelrecht darin involviert, in dieser Magnet-Fiktiven, das ist eine Fiktive, weil so viel Geld besitzt ihr nicht. So, und dann gibt es natürlich die Kriminelle. Also hier gibt es die ganz Kriminelle und hier gibt es die Reiche, die aber auch die beiden hier so, und wir werden immer überbügelt, wir sind ja die Mitte. Na, wir sind die Mitte, wir sind Mittelständler und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist ja der Obere, ne? Der sogenannte Staat, egal wo ihr lebt, in welchem Staat, in Wirklichkeit ist er ja, der das vormacht. So, dieser Staat hat ja nun mal die Art Kriminellen und die Art Reichen. Ne? So, diese Symbiose bleibt ja immer. Und wir mittendrin, wir werden so ein bisschen aufgerieben und wir werden auch ein bisschen zerrieben. Und deswegen komme ich jetzt zum Schluss. Wie kann es sein, dass zwischen 10 und 30 mir einer erzählen will, wie reich ich werden soll, was die Titanic in Wirklichkeit, wie die Welt wirklich, wie der Erste, wie der Zweite Weltkrieg, wie das alles wirklich tatsächlich war. So, und die, die 90 sind, 80, also zwischen 60 und 90, die werden übergebügelt, die haben keine Ahnung, sind die Dümmsten. Hallo, also ich verstehe euch nicht. Ich verstehe nicht, was ihr hier mit verbreitet. Ich kriege das ja alles mit, ich muss das ja bearbeiten, das tue ich ja auch. So, was war denn in Bottrop? So, in Bottrop gibt es eine Warnung, Trinkwasser in Teilen des Ruhrgebietes sind verunreinigt. Ihr sollt also kein Trinkwasser im Raum Bottrop und Oberhausen trinken, wegen dem Unwetter. Naja, dann kommt direkt was. Schlimmes Unglück, Vater und Kind stürzen mehrere Meter tief aus dem Fenster. Sie hatten sich dieses Unwetter näher angesehen und sind dann irgendwie da drüber geplumpst. Dann Albtraum Deutschland mit dem Eigentor und furioses Comeback der Deutschen, weil sie haben ja gewonnen gegen Portugal. So, die Deutschen sind im Achtelfinale. 4:2 gegen Portugal und 1:0 gegen Frankreich. In dem Sinne ist ja egal. So, Mick Schumacher darf keinen Kuchen essen. Aus welchem Grund? So, Geheimnisgelüste für sie ließ Loris Karre Sophia Tomalla sitzen. Ich meine, Frau Tomalla ist ja nun mal wie sie ist. Ich meine, ist das interessant? So, Regierung will Sonderbefugnis für Spahn auch ohne Epidemielage. So, die Beitragsjahre sind futsch. Wegen der Rentenreform. Plötzlich kein Internet mehr, dafür brauchst du die Fritzbox. Maximale Lebensdauer. Ach Leute, das ist die heutige Welt. Wenn ihr diese ganzen Informationen wirklich in euch aufnehmt, Er hier hat sogar Milliarden verbrannt. Also Netflix hat Milliarden verbrannt wegen den Flops. Was ist ein Flop? Man sieht die Sendung oder man sieht sie nicht. Ja, egal. Ich sag dazu nichts mehr. Ja, der eine glaubt, dass es die Titanic nicht war. Der andere glaubt, dass das was anderes war. Was interessiert mich, was Netflix macht? Ja, ob die 10 Millionen versenken oder 10 Millionen Gewinne, das ist mir sowas von egal. Ich gucke Netflix oder ich gucke nicht Netflix. Ich frage jetzt als Abschluss, in welcher Welt möchten wir leben? Das macht unheimlich viel Spaß oder nicht? Es macht doch Spaß, oder? So. Aber wenn wir ständig fehlerhafte Informationen bekommen und wenn man uns ständig irgendein Virus vorgaukelt, ja, und wenn einer wirklich behauptet, ich die Basis, ich die AfD, das sind auch schon mal zwei Kommandanten da. Die Basis, die AfD, was bringen die? Ja?
am Ende gewinnt sowieso CDU, CSU. Also, wer wirklich tatsächlich normal ist, komplett normal ist, dürfte sich damit nicht beschäftigen. Wer wirklich tatsächlich normal ist, müsste sich wirklich aus dieser Digitalzeit sich rausziehen und hoffen, dass er irgendwo in eine analoge Zeit eindringen kann mit Gleichgesinnten und mit denen sein restliches Leben verlebt. Alle, die digital leben, nur noch digital haben und digital reagieren, es ist zwar in Ordnung, ich kann damit sehr große Beweislast führen, ja. So, ich kenne die, oh Gott sei Dank, hier kenne ich die Beweislast. Also ihr seht, wir werden vollgeschüttet. Ich habe hier eine Beweislast, die ich trächtig morgen in der Arbeit verwerten muss. Weil ja hier nun mal ist, wie es ist. Wir leben in einer Welt, wo wirklich ein Zugriff stattfindet über Fiktionen, Virus, Fiktionsrechnungen. Wir werden online verarscht, aber so richtig online verarscht. Manchmal weiß man gar nicht mehr, wo man das ganze Geld herholen soll. Man kann nachweisen, dass hier eine Verarschung vorliegt, aber du sollst trotzdem zahlen. Und wenn du dann bei Gericht sitzt und dich mit dem Richter da unterhältst, der Richter dich trotzdem zur Zahlung verpflichtet, weil er ja doch mehr zu einem Lügner tendiert wie zur Wahrheit. Weil die Wahrheit ist und bleibt so, es ist so, man hat 3 Euro ausgegeben, aber die behaupten 30 Euro. So, jetzt kann man das zeigen hier, man kann es zeigen, hier, hallo, das sind 3 Euro, nicht 30 Euro, aber dann ist dem Richter egal, ja, der verurteilt euch trotzdem. Ist halt so. Ihr merkt schon, ich habe mir Gedanken gemacht über die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Und ich habe mir Gedanken gemacht über die sogenannte digitale Lüge. Die digitale Lüge wird zwischen 10 und 30 sowas von freizügig verbreitet, dass man schon hergehen muss, ups, das muss ja stimmen, wenn ein 10-Jähriger schon Journalist ist, mit 10 Jahren das schon erfunden hat, wow, dann muss er ja Ahnung haben. Oder eine Person, die um die 30 ist, sie muss das ja. Ne? Nur die Frage lautet, wie lange war er eigentlich in der Schule? Wie lange hat er eigentlich schon gearbeitet? Und wie hat er... Oh, man kann aber so nicht reagieren, weil wie ich 10 war, vor 60 Jahren, war die Welt auch anders. Ich hatte die Beatles hier gerade frisch erlebt, 1966. Und ja, ich hab alles Mögliche erlebt. Ich habe wirklich hier in den 60ern war hier mehr los, wie jetzt im Jahr 2021. Ja, ist halt so. Und das Wetter war genauso. Und wir hatten sogar schon mal 45 Grad. Wir hatten also auch schon mal Winter, der sehr kalt war, um die 20 Grad hier. Und die Autos über 2 Meter eingeschneit waren. Hatten wir. 78, 79. Wir hatten Stromausfall. Ja, so. Nur, das war analog. Da konnte man nicht digital rumrennen und zeigen, wir hatten ja auch keine Funks. Wir mussten noch an ein Telefon mit Strippe. Ja. So, ich kümmere mich jetzt drum, weil die junge Dame, die mich hier kontaktet, ich muss morgen wieder mal amtlich schreiben, weil hier halt eine Lüge vorliegt, die halt leider vollendet wurde. In ihrer Lüge ist klar, das sind mächtige Leute, die keine Steuern zahlen, aber ganz viel Geld umsetzen. RWE, Innogy, jeder weiß, dass er mit seiner Stromabrechnung richtig Ärger hat. So, kontrolliert einfach euer Gerät an der Wand, schreibt euch auf HTNT. So, und wenn dann irgendwann mal Abrechnungen kommen und ihr sagt, hey Leute, ich habe 30 kW verbraucht und nicht 300, da läuft was schräg, könnt ihr dann beweisen. So seid ihr natürlich in Pressur und rennt dann da rum. Hier kann aber nicht stimmen, wenn ihr versteht, was ich meine. Wisst ihr, an sich brauchen wir solche Videos gar nicht machen. Wir müssen viel ruhiger werden
viel besonderer werden. So, wenn ihr einzieht, schreibt ihr euch alles auf, Einzugstag etc., lasst euch das noch quittieren und dann lebt. Und wenn dann sowas passiert wie hier, dass einer behauptet, du hättest 25.000 kW verbraucht und sollst jetzt richtig Geld dafür bezahlen und sich halt in den Spalten geirrt, in den Namen geirrt und wie gesagt, der Anbieter auch. So, der Anbieter in diesem Fall hatte 2 Monate nicht geliefert, aus welchem Grund auch immer. Und dann wäre ja angeblich der andere eingesprungen, der Hauptanbieter RWE Innogy. Und wir wissen alle, dass RWE Innogy gar nicht existiert, sondern E.ON die aufgekauft und dann die Verbraucher mal so richtig abgezogen. So. Und bei einigen haben sie dann halt sogar gerichtlich durchgeboxt, aus welchem Grund auch immer. Und die Gegenanwälte waren halt faul oder waren nicht gut. Und somit haben die Beklagten natürlich verloren. Und wenn man sich das jetzt in Ruhe anschaut, hätte der Beklagte nicht verlieren dürfen, weil die Kläger total, sie haben es auch gerade bewiesen, weil wir haben das angefordert und haben festgestellt, kann nicht sein, diese Uhr ist geeicht und diese Uhr spricht. So, und von 2014 bis 2021 steht auf dieser Uhr eine Zahl. So, jetzt können die nicht da hergehen und diese Zahl total verändern. So, total veränderte Zahlen sind bei Gericht gelandet und wurden durchgeboxt. So, darum geht es mir. Es wird immer was durchgeboxt, was so gar nicht stimmt. Es wird etwas verbreitet, was so gar nicht stimmt. Und das ist, ja, das ist die Frage, warum das so ist. Wieso wird etwas verbreitet, was so gar nicht stimmt? Und warum wird etwas verhandelt, was so gar nicht stimmt, aber genau gegenteilig verurteilt wird. Das heißt also, das, was wirklich stimmt, was die Wahrheit ist, wird als Unwahrheit verurteilt. Und wenn man das nachweist, hallo Herr Richter, dann kriegst du ein Schreiben vom Herrn Richter, dass er sich entschuldigt, dass er das wohl irgendwie missverstanden hätte. Ist kein Witz, habe ich wirklich. Ein Richter entschuldigt sich, weil er es wohl unrichtig verstanden hat. Da er aber das Urteil verzogen, kann es nicht zurückgenommen werden. Versteht ihr das? Paragraph 300 bei einem Richter. Richter könnte nämlich auch verklagen. Ja, ist halt so. Also alle die Jura, also geht mal ins Innere. Also die einen Juristen rennen da rum wegen dieser Geschichte Corona. Passiert ist nichts. Die eine Dame ist gegen die Wand geschlagen worden und er wollte da Strafanzeige. Und hat er gemacht? Nö, hat er nicht. So. Über 15 Monate habe ich mir das alles angehört, über 15 Monate habe ich mir, wie gesagt, das auch angesehen. Ich hatte über 15 Monate Leute bei mir im Shop, die mir da einen erzählen wollten von Corona. Ja, und also ich habe noch nie sowas erlebt, was ich jetzt erlebe, aber ich kann nachvollziehen, wie sich die Menschen damals gefühlt haben beim ersten und beim zweiten wirtschaftlichen Krieg. Jetzt haben wir den dritten. Bei 1969 wurde beschlossen, die D-Mark zu killen. Und ihr habt gesehen, sie haben es nicht nur beschlossen, sie haben es auch vollzogen. Die D-Mark ist nicht mehr da, sondern der Euro. Das war 1969. So, 1969 hatten wir wirklich tatsächlich eine Pandemie mit 50 Millionen Toten. Punkt. 1929 sogar auch. Es waren auch 50 Millionen Tote. Punkt. So. Und jetzt haben wir die größte Lüge aller Zeiten, seit 2020, seit März 2020 wird uns eine Lüge verkauft, richtig verkauft, zum Wohle dieser Personen, zum Wohle von Herrn Bill Gates, zum Wohle der Pharmaindustrie, zum Wohle. So, und der Mittelstand wird ausgesaugt, wird ausgeraubt und ihr alle lasst das zu. Da fragt man sich schon,